andersrum. Wir schätzen, dass 30 bis 40% ins Ausland fahren und 60 bis 70% versuchen, in Deutschland Urlaub zu machen. Wie sieht es dementsprechend zurzeit auf den Stellplätzen aus? Die Stellplätze melden eigentlich alle so langsam Land unter, zumindest was die Reservierungen jetzt in dem Haupturlaubsbereich angehen. Juli, August werden die Reservierungen schon komplett ausgebucht sein. Da kriegt man kaum noch was. Da empfehlen wir einfach, eventuell mal ein bisschen ins Landesinnere zu gehen. Nicht erste Reihe vorne am Strand. Einfach mal 10 Kilometer ins Landesinnere fahren, findet man immer noch einen Platz. Warum ist das eigene Land für Wohnmobilreisende plötzlich so interessant? Also momentan, Deutschland ist schon immer beliebt, aber eben halt nicht in der Haupturlaubszeit. Es ist aber so, dass wir zurzeit durch Corona bedingt die Leute Angst haben, ins Ausland zu fahren, weil Ex-Jugoslawien würde ich gerade sagen. Wir haben Kroatien, ist es zum Beispiel so, die kurz vorm Shutdown wieder. Wenn das noch weiter nach oben geht, sitzen sie in Kroatien, kommen eventuell nicht mehr zurück. Diese Angst haben die Leute, dass sie nicht ins Ausland fahren wollen. Wenn ich jetzt noch einen Platz suche, wie sieht es dann aus? Also für nächste Woche oder will ich einen zweiwöchigen Urlaub machen? Wie sieht es dann aus? Sieht eigentlich noch so aus, dass man ein bisschen rumtelefonieren muss, man bekommt aber noch einen Platz. Es ist noch nicht so, dass es schon überbucht ist. Wie gesagt, man muss sich auch einfach orientieren. Vielleicht, ich bin gerade an der Ostsee, sagen wir mal, nicht gerade erste Reihe vorne am Strand. Die werden alle ausgebucht sein. Wenn ich einfach 2-3 Kilometer ins Landesinnere gehe, gucke mir einen Stellplatz oder einen Campingplatz aus, finde ich immer auf jeden Fall noch einen Platz. Wie viel kostet mich eigentlich so ein Wohnmobilurlaub in Deutschland, so im Schnitt pro Tag? Die Stellplatzgebühr liegt, je nachdem, ob es ein Stellplatz ist oder ein Campingplatz ist, zwischen, sagen wir mal, 10 Euro und 40 bis 50 Euro, je nachdem, wo Sie sind, welche Region. Damit müssen Sie rechnen. Wenn Sie Fahrzeug noch mieten, was mittlerweile viele machen, liegen die Mieten so zwischen 100 und 160 Euro am Tag fürs Reisemobil. Das heißt, das ist kein billiger Urlaub, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also, das ist von billig weit entfernt. Man hat ja noch das Ausgabeverhalten. Die Reisemobiltouristen geben im Schnitt ungefähr 50 Euro pro Kopf und Tag am Urlaubsort aus. Das heißt also, 100 Euro am Tag kann man nochmal rechnen. Wenn man dann 100 Euro eine Miete hat für ein Fahrzeug, dann kommt die Stellplatzgebühr zu. Da läppert sich in der Woche mal ganz schnell 2000 Euro zusammen. Ja. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt ein Fahrzeug mieten will? Ist alles verfügbar oder ist das auch eng? Es ist eng, sagen wir mal, die ganzen günstigen Fahrzeuge auf dem Markt, die werden eigentlich jetzt schon, ich möchte mal sagen, zu 98% vom Markt sein für die Urlaubszeit bis September ungefähr. Hochpreisige Fahrzeuge wird es auf jeden Fall noch auf dem Markt zur Verfügung geben, die etwas teurer sind, ja. Freut Sie die Situation, dass das so boomt gerade, oder hat das auch Schattenseiten? Es hat auch Schattenseiten. Teilweise ist es überlaufen und es macht dann schon keinen Spaß, wenn man ganz eng zusammengefercht steht, weil der Reisemobilist auch nicht immer einsieht, dass der Platz voll ist. Dann fahre ich eben weiter, sondern er quetscht sie da irgendwo rein und schon wird es für beide Parteien, die nebeneinander stehen, kein schöner Urlaub. Da kann man nur die Leute appellieren, auch ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen und ein bisschen darauf achten, dass man seine Privatsphäre hält. Der Boom ist natürlich auch ausgelöst dadurch, dass wir Corona haben und Reisemobil fahren oder Caravaning ist mittlerweile die sicherste Art, Urlaub zu machen. Ich kann die sozialen Kontakte beschränken auf Einkaufen und Tanken und ansonsten bestimme ich, wer in meine Nähe kommt. Und ich habe also mein Umfeld so zur Verfügung, dass es mit die sicherste Art ist zu reisen momentan. Danke Ihnen. Gerne. So, jetzt kommt der wichtigste Augenblick. Ich gucke nämlich jetzt, ob irgendwas drauf ist. Ja. Ja, super aus. Jetzt geben Sie mir eine Sekunde, ich exportiere das jetzt. Ja. Und dann. Wo sind Sie gerade? In Scharbeutz an der Ostsee, direkt auf dem Womohafen Scharbeutz heißt das ganz genau. Hier haben wir eine Sondersache. Dieser Stellplatz hat momentan ein bisschen Probleme. Scharbeutz ist letzte Woche von Tagestouristen überrannt worden und die Bürgermeisterin musste den Ort sperren. Und hat im Fernsehen, Funk und Fernsehen gesagt, Scharbeutz ist gesperrt. Er hat aber vergessen, richtig explizit zu sagen, für Tagestouristen. Auf einmal kommen ja auch keine Camper mehr her. Das muss doch ein bisschen korrigiert werden. Da freuen sich aber die Campingplatzbetreiber, freuen sich total. Ganz toll, ja. Die springen von einem Fuß auf den anderen vor Freude. Mein Gott. So, jetzt noch 10 Sekunden, ich
Ja. Das freut mich sehr und dann wollen wir doch mal schauen, wie viele Fahrzeuge sind jetzt da draußen? Ist das voll oder? Hier auf dem Stellplatz, der Stellplatz fasst ungefähr 90 Fahrzeuge. Ich würde sagen, dass momentan 50 circa da ist, also 40 freie Stellplätze noch. Funktioniert, es ist drauf. Lieber Herr Schröder, ich danke Ihnen. Ja. Und wir werden morgen da was Schönes im ARD Morgenmagazin rausmachen. Super, bedanke mich auch bei Ihnen. Schönen Tag noch. Jederzeit gern wieder. Ja, super, danke Ihnen. Danke, Tschüss. tschüss.